Hallo, meine liebe Freunde der Yu-Gi-Oh! TCG World. Hier ist wieder euer Pokémon. Heute am Magic Mittwoch rippen wir gleich die nächste Tuckbox. Müsste dann Tuckbox Nummer 13 sein, die wir jetzt in Folge geöffnet haben, um das Master Set Yu-Gi-Oh! Ghost Trunkle Pass abzuschließen. So, ich will gar nicht viel quatschen. Wir holen die Booster einmal raus. Genau, wie gestern versprochen, ist der Sohn und heute wieder mit am Start. Luca 7, der mittlerweile seinen eigenen Channel hat. Und der Luca darf sich wieder zwei Booster aussuchen. Die zwei wertesten. Alles klar, dann lässt er mir den bewaffneten Drachen und den Cyber-End-Drachen. Und mit dem Cyber-End-Drachen starten wir auch gleich. Um vielleicht heute die fehlenden Karten zu pullen. Das sehen wir jetzt. Visionsheld, Bayon, haben wir glaube ich schon. Fossile Maschine, Totenkopfwagen. Dann eine Kiste voller Freunde. Die haben wir glaube ich noch gar nicht. Prinzessin Kölnisch. Erst Heftiger. Visionsheld Increase. Let's go. Keine Ghost Rare Karte. Haben wir heute am Magic Mittwoch die Kraft, eine Ghost Rare Karte zu pullen? Ich hoffe ja. Starten gleich mit der Victoria, Engel der Tapferkeit. Dann Jack Black. Plünderpatrouillen, Schiff Lys. Quintett Magier. Und den Ausbruchdrachen. So, das waren die zwei Booster Yu-Gi-Oh! Ghost from the Past 2. Am Magic Mittwoch bei eurem Pokémon. Jetzt switche ich kurz rüber zum Sohnemann und er macht hoffentlich die Ghost Rare Booster auf. Let's go! Duell! Jetzt eine Ghost Rare ziehen. Das dunkle Magier mit die werteste Karte aus dem Set. Mal gucken. Insektohorngnieße. Sandbote der Wunder Jupiter. Italische Brut. Die Flöte der Kuribo-Verschwörer und Beschützen der Sendbotenmond. Jetzt ist leider nichts gewesen. Aber im nächsten Booster wird es was, oder? Last Pack Magic am Magic Mittwoch. Come on. Künstelkumpel, Direktor? Ist erstmal schwierig, ne? Wenn man so lange weg war von Yu-Gi-Oh! Und bei dir das erste Mal Yu-Gi-Oh! Die Namen fließend durchzulesen. Königin der Puppen, Vampirherrschaft und Ghost Rare Power. Die Flüte der Kuribo-Beschwörung und Ultradrache als Ghost Rare. Nein, aber die aus meiner Sicht schönste Karte aus dem Set. Der dunkle Magier, der Drachengötter. Zeig dir mal näher an die Kamera. Ja, das finde ich aus meiner Sicht schönste Karte aus dem Set. Heute soll es keine Ghost Rare gewesen sein. Seid gespannt, heute Nachmittag kommt noch ein Video bei von Ich bin's Tim 93, wo wir in der Nacht dort sehr viel geöffnet haben. Und wir sehen uns gleich morgen früh wieder dann hier bei Pokémonie zur gleich zur nächsten Tuckbox. Come on, vergesst das Abonnieren nicht, einen Daumen nach oben, kommentiert gerne. Und bis zum nächsten Mal. Let's go. Euer Pokémon und Luca 7.